Hey Leute! Den ganzen Sack voll sogar. Ja, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir machen weiter mit den Raidern und MacCready hier. Eieiei, die haben uns letztes Mal ein bisschen den Arsch aufgerissen. Oha. Habe ich noch irgendwelche Granaten? Also, ich habe noch Baseballgranaten, ne? Ja. Geil. Die schmeiße ich jetzt mal. Penner Gesicht. Ich spüre das um. Oh Gott. MacCready, hau ab. Der steht direkt vor dir. Triff doch mal. Danke. Okay. Ah, ich habe was getroffen. Was willst du? Oh Gott. Oh Gott, der schmeißt Granaten. Granatenfletcher. Oh Gott, der schmeißt Granaten. MacCready, kannst du ihn mal ablenken, bitte? Was nehmen wir denn? Oh Gott, ich habe zwei Ribeye Steaks gefuttert. Das wollte ich gar nicht. Achso, falls ihr euch wundert, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, man hört den Unterschied im Positiven. Das wird nicht und nicht im Negativen. Oh Gott! Ah. Warum auf mich? Geh doch auf MacCready! Der hat eine Powerrüstung an, die hat er nicht umsonst. Und gib einfach auf. Aufpassen. Oh nein. Ist nichts Persönliches, ist einfach nur du oder ich. Ich breche jeden Knochen einzeln. Dieser Penner mit seiner Powerrüstung. Kritisch, komm. Bam. Achtung, Granate! Na, sag's doch. Au. Ich erledige das schnell. Die halte ich nicht mehr aus. Oh Gott, das war... Wow. Oh, komm. Ich geh mal ein bisschen weg, ne? Oh Gott, diese Sniper, die taugt nicht so viel, wie ich gerne hätte. MacCready, bist du down? Ich glaube, MacCready ist down. Oh! Na, es wird nix. Oh, komm schon. Nicht einer hat getroffen. Ah, Drecksack. Nein, nicht Bonbon. Ich treib's aus der Deckung. Komm, die müssen jetzt sitzen. Ja. Du Schwein. Du dummes Schwein. Power Raider. Du kannst mich mal. Metallrüstung, naja. Oh, MacCready. Und deine ganze Powerrüstung ist auch wieder im Arsch, ne? Ja, danke schön. Alter Verwalter. Dieser Schwierigkeitsgrad, ne? Ich glaube, ich muss mir echt langsam mal angewöhnen, immer eine Powerrüstung dabei zu haben.
Krasse Sache. Hatten die was Brauchbares dabei? Es geht. Oh, haben sie ja. Eine Mini-Nuke. Mhm. Oh, wie. Kannst du noch was tragen? Hey, brauchst du was? Du musst doch noch was tragen können, bitte. Ja, kannst du auch noch. So, das reicht erstmal. Ach, hier ist der Schalter. Beziehungsweise, das ist die Gerätschaft, mit der ich wieder runterkomme, ne? Alter Schwede, war das widerlich. War das jetzt echt alles hier? Ich meine, es sieht zwar ein bisschen zerbombt aus und wir werden nicht mehr so gut alles sehen, aber... Holzblock, ne. Ne, lass mal. Ein Teddy. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leder. Für meine Sachen. Oh, hi. Nee, keine Ahnung, ob jetzt hier noch was ist. Vielleicht ist es rumgeflogen und ich sehe es noch nicht mehr. Yay, es geht abwärts. Voll gut. Das war die erste Station hier. Auf dem Freedom Trail. Meine Herren. Oh, was ist denn hier passiert? Guck mal. Ja, ich habe meine pinke Power-Rüstung angezogen. Wo kommt denn dieser Geruch her? Ich hab dir schon mal gesagt, MacReady, nicht in der Rüstung furzen. Okay, wir machen weiter. Wir haben das Massachusetts State House hinter uns gebracht. Und gehen weiter den Freedom Trail entlang. Ja. Oh Gott, der Chor ist nicht mehr so ganz fit. Warte mal, was nehme ich mal? Nehme ich was das? Oh, die hat auch nicht mehr so viel Muni. Was kann ich denn noch... Mit was kann ich da noch rumschießen, sag mal? Meine Laserknarre, die hat ein bisschen mehr. Naja, nehmen wir das. Die Piu-Piu. Piu-Piu-Piu. Oh, seht mal, das ist das nächste Teil vom Freedom Trail. 2 und A. Warte, brauche ich meinen Zettel. Ich habe irgendwo meinen Zettel. Wo ist der? Warte, warte. 2A. 2A. Vielleicht bekommen wir im Endeffekt ja dann einen Namen raus. Franklin. Hm. Schade ist übrigens, ich habe das Massachusetts State House nicht abgeschlossen irgendwie. Keine Ahnung. Old Granary Burying Ground. Ja, da gibt's auch nichts. Aber schon ganz cool, dass wir jetzt beide eine Power Armor haben. Oh je. Wo führt denn das weiter? Da? Gut, dass man das hier so schlecht sieht, Mensch. Was? Wer da sein? Deine Mutti da sein. Oh, was ist das? Was war das denn? Zeit zum Sterben! Dreh dich um, grüner Knabe! Hat das alles im Griff? Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Was? Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Ja, ein Lasergewehr haben die. Warum habe ich dem jetzt so schnell die Lebensenergie weggeballert? Schon lustig, du. Okay. Wir gehen mal weiter. Muss ja irgendwo hier lang führen, diese Markierung. Da. Ein Glück sehe ich das jetzt wieder. Hier ist so viel Schutt und Dreck. Jetzt eine 6 und ein O. 6 O. Warte mal, dann mache ich mir das schon mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann haben wir ein A. Ein A und ein O. Ich wette mit euch, das ist im Endeffekt ein Name.
Hier ist doch Good Neighbor, oder? Ja, seht mal, da war ich doch schon. Also, das habe ich schon gesehen, meine ich, diese Markierung auf dem Boden. Erste das Feuer! So wird das bei uns hier erledigt. Nam, nam, nam. Hoppala. Hey. Ich will Fleisch haben. Danke. Diese Lampe ist schon ganz nett, aber ich sehe manchmal echt wenig, ne? Way. 3i. 3i. Okay, hab. Ich weiß ja nicht. Bin gespannt. Hier waren auf jeden Fall letztes Mal ziemlich viele Supermutis. Und anderes Gesocks. Da ist nichts mehr. Well. Ich hänge. Da ist die nächste Markierung. 5R. 5. Ich liebe nichts mehr als ohne Deckung herumzustehen, damit man mich besser treffen kann. Ist toll, ne? Faneuil Hall. Die Faneuil Hall wurde der Stadt Boston 1742 vom französischen Händler Peter Faneuil gestiftet. Oder Peter. Sie war im kolonialen Massachusetts ein wichtiger Handelspunkt und sie spielte auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eine wichtige Rolle. Die Proteste gegen die Zucker- und Stempelgesetze begannen genau hier und führten zu dem Leitsatz: keine Besteuerung ohne gewählte Vertretung. Später wurden in der Faneuil Hall Treffen abgehalten, die schließlich in der Boston Tea Party mündeten. Viele der Gründungsväter der USA, darunter Samuel Adams, trafen sich hier oder hielten in der Faneuil Hall Reden, sodass sie den Spitznamen Wiege der Freiheit bekamen. Seht ihr mal, wir wandeln echt auf geschichtlichen Faden. Hier ist der Freedom Trail unterbrochen. Das gibt's doch gar nicht. Ich find's leider ein bisschen doof. Man sieht die Lebensenergie zwar in so einem Tacho, aber ich hätt's gern anders. Bisschen schöner halt. Was haben wir noch? Wir haben gar nicht mehr so viel zum Heilen. Ich habe nämlich alles mal abgelegt. Süß Kuchen. Süß. Aber guck mal, die Nadel, wie langsam die sich bewegt. Ganz langsam. Na komm. Hub das Ding up. Cool. Cool. Nee, ich gehe den Freedom Trail entlang. Ich dir das Hirn zerbeißen. Was war das? Du mir beim Sterben. Oh Gott, MacReady! Supermutanten, die weglaufen. Ich wollte gerade sagen, wo jetzt denn sowas? Ich komme nicht weg. Wo ist der Typ explodiert? Sag mal. Wo ist er explodiert? Wow. Wo denn? Wisst ihr, warum ich keine Powerrüstung mag? Die sind immer so, ja. Weiß nicht, ich sehe da wenig. Ich sehe da weniger, als wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ohne so ein Teil. Ah, oh, warte. Geht's hier weiter? Ja. Der Freedom Trail. Die Sicht ist so eingeschränkt, finde ich. Oh. Als nächstes 8D. 8D. Oh, ich habe schon mal das letzte Wort. Road. Irgendeine Road auf jeden Fall. Also muss ich jetzt noch zwei Buchstaben finden, dann habe ich's. Irgendwas I Road. AI und noch was. 1R. Hm. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Railroad. Ich habe das L nicht gefunden, aber es ist Railroad.
Old North Church. Die Old North Church wurde 1723 erbaut und ist damit die älteste noch erhaltene Kirche in Boston. Mit ihrem knapp 60 Meter hohen Turm ist sie zugleich auch die höchste Kirche Bostons. In der Nacht des 18. April 1775 marschierte Lieutenant Colonel Smith mit 700 britischen Soldaten nach Concord, um die Rebellen zu entwaffnen. Allerdings hatte Paul Revere einen Plan erdacht und Robert Newman kletterte auf die Spitze des Kirchturms und entzündete zwei Laternen, um die amerikanischen Kämpfer zu warnen, dass die Rotröcke des Charles River, den Charles River hinaufkommen. So kam Longfellow auch auf seinen berühmten Vers, eine übers Land, zwei übers Wasser. Die Schlachten von Lexington und Concord, die dann folgten, waren der Anfang des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. Ah ja, ich bin nicht sehr bewandert in der Geschichte, aber darüber habe ich was gehört in das Vermächtnis des geheimen Buchs mit Nicolas Cage. Das sind gar nicht so schlechte Filme, finde ich. Zwar ein bisschen zu patriotisch. Ach, guck mal, die Lampe. Aber gar nicht so schlecht, ne? Kann man sich angucken, finde ich. Sind ganz nette Abenteuer, Rätsel, Filme, wie auch immer. So, die Old North Church. Suche nach der Railroad. Naja, bin ja mal gespannt, was die jetzt denken, wenn ich hier mit einer Power-Rüstung auftauche. Ach man, kannst du mich mal vorlassen, MacCready? Ich bin hier. Oh oh. Ich bin hier der Boss. Das dauert nicht lang. Was für eine Zeitverschwendung. Wie viele das hier wohl um Vergebung gebetet haben, als die Bomben fielen? Hm, nicht so viele scheinbar. Ich sehe keine Skelette. Ich schätze mal nicht, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, die Dinger zu beerdigen. Also die Dinger, ne? Ich meine die Menschen. Für die Menschen. Oh, mit dem blauen Licht hier sieht das alles sehr gespenstisch aus. Ich finde das Licht viel besser. Also das Licht der Dingens, ne? Der Power Armor finde ich viel besser als das vom Pip-Boy irgendwie. Das sieht hier richtig gespenstisch aus. Ich muss eh da unten rein, deswegen kann ich nochmal hier lang gehen. Mich hier ein bisschen umsehen. Oha, das. Oh, da geht's doch hoch. Aha, der Turm. Ich habe 43 Energiezellen, habe ich übrigens gerade gesehen. Ob ich die leer habe. 43. Krass. Der ist sehr krass, ne? So. Hi. Spotlight on. Das blaue Licht hat übrigens eine Glasfaseroptik gekostet, aber das ist mir wert. Eine blaue. Oh. Eine blaue Optik. Muss sein. Das sind die zwei Laternen übrigens. Schätzt man nicht, dass wir hier groß was finden, oder? Kann ich da rein? Oh ne. Scheiße. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht runterrutschen. Hilfe. Ich rutsche. Ich rutsche. Au. Naja, hab's überlebt. Boom. Die ist ganz schön schwer, ne? Die ist richtig schwer, so eine Power Armor. Ich frag mich auch, muss ich aussteigen, wenn der Fusionskern leer ist? Das hatte ich noch nie. Oder kann ich einfach weitergehen? Also lädt sich das automatisch dann auf und eine neue wird eingesetzt. Eine neue Kapsel. Oha. Nun, die brauchen das Zeug ja nicht mehr. Nö, nö. Hat sich bewegt, ich hab's gesehen. Guck mal, wie das aussieht, so ein rosaner Space Marine. Ich find's super.
Ich wollte den. Ich wollte die Tunnelschlangen sind die größten! Das habe ich vor langer Zeit gehört. Oh oh. Los geht's! Okay, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Halt endlich die Klappe! Oh, füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Sehr gut. Ich brauche mehr Schrotmunition. Immer. Ich brauche immer mehr Schrotmunition. Todeskrallenhaut. Hört sich sehr interessant an. Oh, seht mal. Ah, warte. Dreht sich. Gut. Das heißt, ich muss wohl hier den Code eingeben. Die Railroad. Ah. Fängt also mit R an. Ist das also. Cool? Ist das cool? Na, alles klar. Ich sehe meine Knarre gerade nicht. Na toll. Okay. Ja, das ist so ein kleiner Bug. Das kennen wir schon. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich habe in Diamond City ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Mhm. Kennen wir uns? Ich muss dich nicht kennen, um von dir gehört zu haben. Du hast für Aufsehen gesorgt, Kumpel. Schon mal vom Silver Shroud gehört? Angeblich hat er Sinjins Bande ganz allein ausgeschaltet. Reife Leistung, nicht wahr? Das ist aber noch nicht alles. Du führst die Minutemen an, hast angeblich die Burg gesäubert. Die Leute reden von nichts anderem mehr. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Leute, ich werde hier nochmal mit Nick herkommen. Weil wenn die hier Freunde der Synths sind, dann kann er bestimmt was dazu sagen. Auf jeden Fall werde ich auch den Part hier beenden. Ich lade das dann gleich nochmal, das letzte Spiel, den Speicherstand. Und wie gesagt, nächstes Mal mit Nick. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Fallout 4.